Sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste, All That We Share, dieser Film aus Dänemark, den Sie eben über Link anschauen konnten, er sagt mehr als 1000 Worte. Er berührt tief und regt zum Nachdenken an. All That We Share, alles, was wir gemeinsam haben, will verbinden und einladen, in Beziehung, Dialog und Begegnung miteinander zu gehen. Er fordert auf, individuelle Merkmale und Begabungen in ihrer Verschiedenheit zu verstehen, anzunehmen und zusammenzubringen. Dieser Film fordert aber auch heraus, echt und authentisch zu sein, sich zu beteiligen, zu engagieren und vor allem hinzuschauen. In diesem Sinne einen wunderschönen guten Morgen und herzliches Willkommen zur Fachtagung des Landesinstituts für Pädagogik und Medien, Chancen bilden, Potenzialentfaltung für Kinder und Jugendliche als aktive Gestalter. Online, präsent oder über Streaming. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute unsere Gäste sind. Aus Kita und Schule im multiprofessionellen Kontext, von Forschungsinstituten und Hochschulen, Stiftungen und Fortbildungsinstituten, Bildungsministerien, Initiativen und Verbänden. Wir, das ist der Leiter des Landesinstituts für Pädagogik und Medien, Herr Dr. Burkhard Jelonek. Guten Morgen. Ja, einen schönen guten Morgen. Zu meiner rechten Seite Frau Dr. Birgit Spengler am LPM, zuständig für die Fachgebiete frühkindliche Bildung sowie Bildungs- und Chancengleichheit. Wir werden Sie gemeinsam heute moderieren, durch das Programm führen und Sie durch den Tag begleiten. Im Fokus dabei Brennpunkt Empowerment, das Feuer fürs Lernen im Leben entfachen, Lebenskompetenzen stärken, bisher unsichtbare Talente und Begabungen entdecken und den Aufbruch wahren. Darum geht's. Und das ist nicht alles. Perspektiven wechseln, ungewohnte neue Wege gehen, Herausforderungen engagiert steuern, sich einmischen, mitbestimmen, mitentscheiden und Themen angehen, die Kinder und Jugendlichen unter den Nägeln brennen. Das ist unser Ziel heute. Ich freue mich deshalb sehr, heute auch Jugendliche bei dieser Tagung als inspirierende Akteure begrüßen zu können. Ja, inspirierend sein, mit Kindern und Jugendlichen aktiv was bewegen, aus der Kinder- und Jugendperspektive eben. Was sagt die Ministerin für Bildung und Kultur des Saarlandes zu diesem Thema? Wir schalten zu Christine Streichert-Klibou. Das Grußwort haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Fachtagung des Landesinstituts für Pädagogik und Medien. Chancen bilden, Potenzialentfaltung für Kinder und Jugendliche in Kitas und Schule als aktive Gestalter. Das ist ein unglaublich spannendes und hochaktuelles Thema in dieser Zeit. Und ich freue mich sehr, dass über das Saarland hinaus auch Gäste aus dem Dreiländereck, Österreich, der Schweiz und weiteren Bundesländern mit zugeschaltet sind. Kinder und Jugendliche zu stärken, ist gerade in dieser herausfordernden Zeit besonders wichtig. Gerade vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten Jahre gewinnt die Frage, wie wir Kindern und Jugendlichen die bestmögliche Entfaltung ihrer Potenziale und Kompetenzen ermöglichen können, immens an Bedeutung. Kitas und Schulen nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein. Sie sind als soziale Lern- und Lebensorte für Kinder und Jugendliche extrem wichtig. Sie sind Werkstätten auch des Entdeckens, des Erfahrens, Begegnungsräume für das gemeinsame Lernen, Orte der Beziehung, der Mitbestimmung und Gemeinschaft und nicht zuletzt auch Netzwerke der Sicherheit und Unterstützung. Wir brauchen mehr denn je eine ermutigende Lernkultur, die erfahrbar macht, dass Lernen, Forschen und Neues entdecken Freude macht und von Kindern und Jugendlichen aktiv gestaltet werden kann. Es geht darum, die Potenziale zu wecken, die jedes Kind, jeder Jugendliche mitbringt. Nicht zuletzt geht es auch um die Selbstwirksamkeit, eine ganz wichtige Erfahrung. Es geht darum, Entscheidungen treffen zu können, sich eigeninitiativ Ziele zu setzen, Perspektiven zu schaffen, Probleme zu lösen und Stress zu bewältigen. Sie sehen, das sind Fertigkeiten, auf die es in den vergangenen Monaten schon sehr stark ankam. Den Blickwinkel der Schülerinnen und Schüler ernst zu nehmen, ihre persönliche Entwicklungsbiografie sich anzuschauen, ihre Lebenslagen zu kennen und Themen aufzugreifen, die Kindern und Jugendlichen ganz aktuell unter den Nägeln brennen, ist dafür sehr wichtig. Nicht zuletzt brauchen wir
auch den potenziell fördernden Dialog mit den Familien, der Kindeswohl und gemeinsame Lösungsfindung in den Mittelpunkt stellt. Dafür sind wir im Saarland auf einem guten Weg. In Kitas und Schulen findet soziales Lernen und Peer-Lernen, partizipative Unterrichtsgestaltung durch Jugendliche, Beteiligung und Mitbestimmung bereits statt. Mit dem Ansatz der Bildungspartnerschaft mit allen Familien in ihrer Vielfalt gehen wir auch neue Wege der Kooperation, Beteiligung und Beratung. Mit multiprofessioneller Zusammenarbeit in Kita und Schule ist es möglich, das Wohl der Kinder und Jugendlichen aus verschiedenen Blickwinkeln unterstützend mitzugestalten und sie individuell zu fördern. Dafür haben wir etwa mit dem flächendeckenden Ausbau der Schulsozialarbeit an den allgemeinbildenden Schulen bereits viel getan. Diesen Weg werden wir weitergehen und die multiprofessionellen Unterstützungsteams und die Netzwerke an unseren Schulen stärken. Und mit der Reform des Schulmitbestimmungsgesetzes, liegt aktuell im Landtag des Saarlandes, werden wir gerade den jüngeren Schülerinnen und Schülern mehr Mitbestimmung ermöglichen. Wir brauchen gerade in dieser herausfordernden Zeit in Kita und Schule den ganzheitlichen Ansatz der Ermutigung von jungen Menschen mit Potenzialen verbunden, mit einer wertschätzenden Beziehungsdialog- und Beteiligungskultur verbindet. Es erwarten Sie bei der Tagung nun spannende Vorträge und Ateliers, die zur kritischen Auseinandersetzung und zum Ausprobieren einladen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erkenntnisreichen, einen lernintensiven Tag. Mein herzliches Dankeschön geht an alle, die diese Tagung vorbereitet haben und sie gemeinsam tragen. Alles Gute. Ja, vielen Dank an die saarländische Bildungsministerin Christine Streichert-Clivaux für ihren Beitrag. Ein ganz besonderer Dank und ein ganz herzliches Willkommen geht an unsere PartnerInnen bei dieser Fachtagung. Das ist zum einen Frau Alexa Meyer-Hamme von der Bertelsmann Stiftung. Ihr Stichwort heute ist, eine Keynote zu geben und bei dem Workshop mit dabei zu sein. Dann darf ich ganz herzlich begrüßen Frau Angela Legrum. Sie ist die Pressesprecherin des Verbandes VDEK in Vertretung der gesetzlichen Krankenversicherungen des Saarlandes. Auch ihr ein herzliches Willkommen. Ich darf auch an dieser Stelle hinweisen, dass die VDEK unser LPM Empower-Projekt Kinder-Yoga in Kita und Schule maßgeblich unterstützen. Und dann bin ich gleich beim nächsten Gast unserer heutigen Tagung. Das ist der Sprecher der Landeselterninitiative für Bildung im Saarland, Herr Bernhard Strube. Er macht deutlich, dass Eltern ein ganz wichtiger Partner bei der Potenzialförderung unserer Kinder sind. Und wir freuen uns, dass er heute zu Gast ist. Weiterer Gast der heutigen Tagung ist Herr Thomas Mann, der frisch gebackene Direktor des Instituts für Lehrerfortbildung hier im Saarland. Er ist ein wichtiger Partner bei vielen Veranstaltungen und bei ebenso vielen Themen. Auch ihm ein herzliches Willkommen in dieser Runde. Und mit großer Freude darf ich die Experten und Expertinnen des heutigen Tages, alle Speaker und Referentinnen, die mit spannenden Inhalten zum Thema Diversität heute mit dabei sind. Und ich freue mich, dass Sie alle dieser Tagung die ganz besondere Note geben. Mein ganz besonderer Dank geht aber auch an unser LPM-Team. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben mitgeholfen, diese Tagung mitzugestalten und im Hintergrund und nicht nur im Hintergrund zu wirken. Deshalb mein ganz besonderes Dankeschön für dieses herausragende Engagement an dieser Stelle. Empowerment hat viele Facetten. Potenzialentfaltung ist breit gefächert. Und wie sieht es nun mit der Demokratiepädagogik aus? Was kann sie leisten oder beitragen, um unsere Kinder und Jugendlichen stark zu machen? Demokratiepädagogik ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn wir beispielsweise in unsere Gesellschaft schauen, entdecken wir doch, dass wir heftige Grabenkämpfe inzwischen zu beklagen haben und bei dem einen oder anderen auch so ganz nicht mehr sicher sein können, dass er unter Demokratie das versteht, was wir im Grunde brauchen, um
auf diesem dünnen Eis, das wir an dieser Stelle haben, nicht einzubrechen. Und es kommt an dieser Stelle ganz besonders auf die Werte an. Und die zu vermitteln, denke ich, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema für Demokratiepädagogik. Und darüber werden wir sicherlich heute auch noch viel hören. Ja, und es geht um Empowerment und Potenzialentfaltung. Und da spielt Kinder-Yoga im Unterricht und altersintegriert in der Kita eine ganz, ganz wichtige Rolle. Denn Yoga mit Kindern ist Empowerment von kleinen Menschen mit Potenzialen. Es ermutigt und macht stark und integriert in den Unterricht und in den Kita-Alltag schaffen die vielfältigen Angebote kreative Freiräume des Lernens, die der Entfaltung von angelegten Fähigkeiten und Begabungen Raum geben. Im Stichwort Konzentration und Stille, Achtsamkeit und Entspannung, Kräftigung und Auspowern ist das Ziel, der Weg und der Gewinn dabei. Ja, seit 2018 führen wir, das Landesinstitut für Pädagogik und Medien, in Kooperation mit den gesetzlichen Krankenkassen des Saarlandes das Programm Kinder-Yoga im Unterricht und altersintegriert in der Kita durch für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren. Und da sind wir sehr gut unterwegs. Wir bilden an über 100 Standorten Lehrkräfte und Erzieherinnen im multiprofessionellen Kontext aus. Das, was wir sagen können über diese Veranstaltung, ist, dass die Resonanz wirklich ganz, ganz hervorragend ist. KIYO ist lebendige Partizipation. Kinder fordern Kinder-Yoga im Unterricht und in der Kita-Gruppe ein. Und da freue ich mich jetzt sehr, dass wir mit Petra Prosowski, eine Pionierin des Kinder-Yogas, heute in unserer Veranstaltung begrüßen können, die uns auch mit Rat und Tat wirklich hilfreich zur Seite steht und dafür sorgt, dass dieses Projekt so erfolgreich ist. Ja, auch dieses Grußwort haben wir aufgezeichnet und werden es nun per Link einspielen. Guten Morgen aus Berlin. Ich bin hier am Schlachtensee, einem Ort, der mir viel Kraft gibt, mein Kraftort, ein Ort, an dem ich mich sehr gut entspannen kann, gute Ideen habe, alles loslassen kann. Und ich grüße von Berlin aus jetzt nach Saarbrücken zu der Tagung Qualitätsentwicklung, wo es auch um das Entdecken und Entfalten der in uns liegenden Kräfte geht, Potenzialentfaltung, Potenzialentwicklung. Und kann nur sagen, dass für mich Yoga eine gute Möglichkeit war, in meiner aktiven Zeit als Grundschulpädagogin, um dieses Potenzial zu entfalten, um die Kinder zur Ruhe zu bringen, zu sich selbst zu führen, und habe große Erfolge gehabt, dass sogar an meiner Schule die Eltern gefordert haben und durchgesetzt haben, dass Yoga ein verbindliches Unterrichtsfach wurde und auch ins Schulprogramm ging, sodass der Schultag, der Schulalltag mit Yoga rhythmisiert wurde. Ein guten Morgen-Yoga, Yoga-Übungen, wenn man müde und abgespannt ist, oder Übungen, wenn man sehr nervös ist und Schwierigkeiten hat, zu sich zu kommen. Und das wäre heute mein Part auf dieser Tagung gewesen, und ich bin der Carina Gebeldinger sehr dankbar, dass sie diesen Part übernimmt. Ich bin sehr unsicher, wenn es darum geht, online zu unterrichten, habe da noch keine Erfahrung, und deshalb freue ich mich sehr über die Carina und bedanke mich dafür, dass sie ihre Erfahrungen, die sie jetzt schon gemacht hat, die sie aus der Qualifizierung beim LPM kennt, dass sie die jetzt vermitteln kann, und hoffe, dass es ein guter Beitrag ist. Ich wünsche Ihnen allen und euch allen, dass diese Tagung geprägt ist von geistiger Klarheit, guten Gedanken, liebevollen Worten und mitfühlenden Herzen. Namaste. Vielen Dank an Petra Prosowski. Nun, wir laden zum Nachahmen ein und haben ein Webportal entwickelt für alle Kitas und Schulen mit bunten Sequenzen für Unterricht, Kita, zu Hause und in der Natur. Im Verlag an der Ruhr wird unser Buch dazu in diesem Jahr erscheinen unter dem Titel Kinder-Yoga für Kita und Schule mit Achtsamkeit, Spaß und Empowerment. Und wir wünschen heute Ihnen allen bei der Tagung und natürlich auch beim Kinder-Yoga und allen weiteren Workshops viel Spaß und Freude. Und nun geht es weiter mit den Workshops. Vielen Dank.